Erlöse. Jesus Christus ist keine Religiosität. Er will auch keine Religiosität haben, sondern eine intakte, lebendige Beziehung. Für Jesus Christus bist du liebevoll gemacht. Du bist kein Fehler. Auch nicht aus einer Laune heraus entstanden, sondern Gott hat sich Zeit genommen, um dich liebevoll zu gestalten. Und er möchte mit dir in Versöhnung leben. Jesus Christus kam nicht, um dich zu richten, sondern an unserer Stelle zu sterben, weil er nicht ohne uns leben will. Für Jesus Christus bist du eine Kostbarkeit, wertvolle Erachtung. Das Kreuz symbolisiert die offenen Arme Gottes. Und du kannst jederzeit in die offenen Arme des Herrn Jesus Christus hineinkommen. Die Arme sind nicht verschlossen. Nimm dieses Angebot der Liebe an. Frieden, Versöhnung mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sehen doch, was hier in dieser Welt alles passiert. Wir hören von Kriegen, wir hören von Krankheiten, wir hören von Blackout. Aber Jesus Christus hat nicht gesagt, hat Angst vor dem Blackout, sondern sei selbst das Licht, leuchte in der Finsternis. Jesus Christus liebt dich. Du bist die Spur seiner Liebe, die Leidenschaft seiner Hingabe und der Grund seiner Wiederkehr. Komm in seine Arme. Er, der keine Sünde kannte, wurde zu Sünde gemacht, weil er dich liebt. Das ist eine wunderbare Nachricht, eine wunderbare Botschaft. Das Christentum hat nichts mit Religiosität zu tun. Die Menschen feiern jemanden, der zum Mond flog. Aber das größte Ereignis ist doch, dass Gott selbst Mensch wurde. Das ist das Schönste. Etwas Schöneres gibt es doch gar nicht. Er kam ja, um dich nicht zu richten, sondern dir Erlösung zu geben. Vielleicht fühlst du dich von anderen Menschen disqualifiziert, ausgegrenzt, weil du vielleicht Fehler gemacht hast in der Vergangenheit. Aber bei Jesus Christus ist das nicht so. Er disqualifiziert dich nicht. Er grenzt dich nicht aus. Er erneuert dich. Er will dir das geben, was du von anderen Menschen vielleicht nicht bekommst. Liebe, Freude, Frieden, glücklich sein, ein sinnerfülltes Leben. Jesus Christus macht dein Leben lebenswerter. Komm zu ihm. Wenn du Gebet brauchst, kannst du gerne hier bei uns kommen. Wir beten gerne für dich. Egal was du hast, egal welchen Glauben du hast, egal welche Krankheit du hast, egal auf welcher Nationalität du bist. Ja, Gott erliebt alle Menschen. Jesus Christus sagt in seinem Wort, ich habe kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehre und lebe.